Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Konjunktion zwischen Merkur und Uranus von morgen, den 18. April 2022, ein circa 14-Monats-Horoskop, das es in sich hat, und zwar die Aussage Merkur-Uranus haben wir vorhin schon bezogen auf die Umstellung auf digitales Geld, aber es gibt auch noch eine zweite starke Interpretationsvariante, wenn wir zum Beispiel hier das sechste Haus als das Frostschutzthema nehmen, dann könnte es hier natürlich eine komplett andere Aussage geben, die wäre natürlich nicht minder spannend, denn das Frostschutzthema und Geld wären eines. Also das heißt, das Krankheitsthema hat mächtig Geld gebraucht. Ja? Und hier sehen wir dann auch große Nervosität im Zusammenhang Uranus, große Nervosität, Verständigungsschwierigkeiten mit den alliierten und verbündeten Staaten. Ja, und da haben wir dann auch den Saturn als Herrscher des 9. Hauses drinnen. Ja, der Wilde Westen ist ja auch hier mehr als offensichtlich präsent. Aber dazu kommen wir später gleich. Wir sehen hier natürlich, wie gesagt, Frostschutz bringt Geld und jetzt viel Geld, also mächtig Holz ist da abgegangen. Und hier können wir natürlich sagen, dass sie hier sich jetzt Uranus uneins sind und streiten, weil es 12. Haus Unklarheiten, Mysteriositäten oder Auflösungstendenzen gibt. Also das würde dann auch bedeuten, dass hier schon Sand im Getriebe ist oder schon Steine oder wie auch immer, wie man das Ganze bezeichnen möchte. Wir haben hier natürlich auch Jungfrau gerade. Jungfrau gerade steht natürlich auch für große Cleverness. Also das heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Wir wissen, dass Merkure im Erdzeichen immer sehr pragmatisch gestellt sind. Also das heißt, sie sagen, bringt es einen Profit, dann machen wir es. Sozusagen, was kümmert es mich? Ja? Anders sind zum Beispiel die Feuermerkure, die sehr idealistisch sind, besonders beim Löwen, der auf sein Ego überhaupt keinen Wert legt. Das muss man auch immer wieder betonen. Wir haben hier von 10 möglichen Planeten, 9 haben wir im 4. Haus, im vierten Quadranten, im Erdquadranten, und der steht tatsächlich Spitze 10. Haus im Steinbock auf Schützegraden. Naja, da drängt es sozusagen, da, naja, es ist natürlich eine nette Spannung, aber immer Schütze und Saturn, Schütze Steinbock, hängt auch mit Wahrheit zusammen, weil hier sozusagen Jupiter und Saturn angesprochen werden. Ich schaue mal, ob die beiden einen Aspekt bilden, weil das könnte bestenfalls ein Halbsextil sein. Ich schaue mal, Jupiter 25 Grad, Saturn 3, na, das ist schon ein bisschen draußen. Also das ist, ja, mit Neptun haben wir ein Halbsextil, werden wir uns gleich anschauen, worum es hierbei geht, weil der Überlebenskampf betrifft auf jeden Fall unsere Stadtsipatenfreunde, Saturn-Herrscher 10. Haus und auch die Cowboys im fernen Westen, im wilden Westen, Spitze 9. Haus. Ja, kann auch der ferne Osten sein, ja, weil wir haben ja große Probleme. Wir schauen dann auch, 2. Haus steht ja auch für Rohstoffe, für Versorgung mit, naja, mit Gütern, mit Waren und so weiter. Ja. Also das 2. Haus ist ja nicht nur Geld. Im eigenen Land haben wir die Agrarschätze und so weiter, Bodenschätze, bla bla bla, also was ist das 4. Haus. Und das 5. Haus wird natürlich hier mit Sonne, Quadrat, Pluto angesprochen. Dazu kommen wir aber gleich. Ja. Also das heißt, dieses Horoskop ist ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer, denn wir haben hier so viel im 4. Quadranten, aber gleichzeitig haben wir 1, 2, 3, 4 Planeten im Wasser, in den Fischen, und 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 12. Haus. Also irgendwo mit der Umsetzung, muss ich sagen, hapert es da ein wenig. Also meines Erachtens schaut da nicht so viel raus, wie normalerweise 9 Planeten im 4. Quadranten anzeigen würden. Aber es geht hier auch um die bewusste Weiterentwicklung von uns selbst. Das ist ja die Ich-Hemisphäre, die linke Hemisphäre, die rechte ist die Du-Seite. Hier ist unbewusst, hier ist bewusst. Also das heißt, wir sind hier in einem starken Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, und mit so viel Fische-Energie, würde ich sagen, ist es eine grandiose spirituelle Energie und passt irgendwie auch zu Ostermontag, sozusagen die Auferstehung der, wie sagt man, der Speisereste, die man am Sonntag nicht gegessen hat, oder die aufgewärmten oder die angeknabberten Ostereier sozusagen, die werden dann am Ostermontag noch einmal aufgewärmt. Also das heißt, hier haben wir nach dem Motto Everybody gets a second chance, hier haben wir dann einfach einen großartigen Prozess. Ja? Also ich würde sagen, ein sehr spannendes Horoskop, aber eben kein leichtes Horoskop, kein angenehmes Horoskop. Und wir sehen natürlich auch, Moment, was sehen wir? Wir sehen, ja, wir haben ja besprochen, gestern, glaube ich, von
von der Halbsumme zwischen, wo war das noch schnell, Mars, Neptun und Venus, aber es wird auch eine Halbsumme sein zwischen Mars, Jupiter und Venus. Schauen wir mal, Mars, ja, ich habe das hier, Mars, Neptun beschreibt immer Heimlichkeiten, Handeln hinterm Vorhang und ist natürlich auch eine Schwächung des Handlungsprinzips. Und der Mars, der geschwächte Mars in den Fischen, der noch einmal mit Neptun über die Halbsumme zu Venus verbunden ist, ist noch einmal ja, eine merkwürdige Situation. Und obendrein ist der Mars der Nebenherrscher des Widers im 12. Haus und der Herrscher des 7. Hauses. Siebtes Haus steht eindeutig für Handelspartner, für Handelsverträge oder internationale Verträge. Und hier haben wir große Schwierigkeiten eben mit Handelspartnern. 11. Haus, die auch Verbündete sein können, Verbündete, befreundete Staaten. Hier haut es mit Verträgen irgendwie nicht mehr so richtig hin. Du kennst ja den Spruch, wo nichts ist, hat der Kaiser das Recht verloren. Also das heißt, wenn nichts mehr zu holen ist, ja, und das wollen sie ja, wie sagt man, Schwaber, Schwurblerland, Klausinger geht uns mit Vorbild voran, er ist ja in Sack und Asche, er ist ja als Bettelmönch barfuß gesehen worden, um Almosen betteln, das sind genau die Führer, die wir brauchen, das sind genau die Menschen, die uns so gut tun, die einfach sagen, ja, Volksgenossen, wir zeigen euch mit der Peitsche, wo es lang geht, der Staatsratsvorsitzende winkt aus seiner gepanzerten Limousine und zeigt euch die Mao-Bibel. Großartig, also wunderbare Entwicklungen, die wir hier sehen. Und wir haben hier bei Mars, Neptun in der Halbsumme als Fokuspunkt quasi die Venus. Da haben wir es. Kann man das lesen? Falsche Vorstellungen im Liebesleben. Naja, fehlgeleitete Leidenschaft, Mangel an Zeugungskraft. Vielleicht ist das, das habe ich nicht angekritzelt, aber Mangel an Zeugungskraft könnte hier schon ein wenig hineinspielen, weil das würde nämlich sagen, dass mit den Handelspartnern die Luft heraus ist, denn wir wissen, ja, der ferne Osten, das ist dieser da, gell? Das kennst du, oder? Der Blick durch die Finger, ganz genau, richtig. Den Blick durch die Finger, den wird man für uns, glaube ich, noch sehr angeregt, ambitioniert inszenieren. Ich schaue mal nach, ob wir hier einen Spiegelpunkt heraus quetschen können wollten. Nein, es ist schwierig, weil wir haben hier, was nehmen wir? Merkur-Mondknoten mit Aszendent. Merkur-Mondknoten, ja, da haben wir hier. Das steht hier, das habe ich nicht angekritzelt. Ja. Hier ist Merkur, Mondknoten und hier haben wir den Aszendent als Fokus. Und zwar steht hier, da sind wir, hier, da. Hier steht, Geselligkeit pflegen, geistig anregende Umwelt, Umweltbesprechungen, Abschlüsse, Verhandlungen, Verträge. Also an sich ist das ganz gut besetzt und, ja, und aber das muss ich, ja, ich muss leider noch einen vierten Teil machen, weil wir haben ja hier noch einen, ja, Fixstern noch einmal, gell? Da haben wir den Almak, nicht Melmak. Almak ist, glaube ich, nur ein paar Kilometer von Melmak entfernt, eigentlich unwesentlich, aber trotzdem ein großer Unterschied, weil der steht ungefähr mit 14 Grad 33 dem Aszendenten nicht nahe, dafür aber unserer Konjunktion, 13 Grad 48, das ist nur unwesentlich weiter von dort. Gut, ich würde sagen, vierter und letzter Teil, gehen wir es an, Ende.